Heute ist der 28. Oktober 2006. Immer das hier und jetzt deutlich machen. Und jetzt zur Kontemplation wollen wir mal sehen, was wir gestern angesprochen haben, die Suche nach Glück, wie wir denn das Glücklichsein auch bewerkstelligen können. Es geht ja darum, wie mache ich es? Denn dass wir Glück haben wollen oder zum Glück hinstreben, das ist eine Sache. Dass wir zum Teil erstmal finden müssen, was ist überhaupt mein Glück? Was möchte ich überhaupt? Und dann auch, was kann ich tun dafür? Der Buddha gibt den achtfachen Pfad an, der edle achtfache Pfad. Und dieser edle achtfache Pfad beginnt mit rechter Erkenntnis oder rechter Einsicht. Und das Erste, was man erkennen sollte, das ist, dass der Mensch, das Ich, aus Körper und Geist besteht. Den Körper kennen wir alle, mit seinen Organen selbstverständlich. Aber was zum Geist gehört, nach buddhistischer Lehre, ist das Gefühl, die Wahrnehmung, die Willensakte, Aktion und das Bewusstsein. Das wird dort zum Geist gerechnet. Und jetzt kommt die Erkenntnis dazu beim ersten Weg. Wir wollen ja aktiv werden. Was bringt mich denn dazu, etwas zu tun oder zu lassen? Wir stellen uns vor, eine Hand, die streichelt etwas. Macht die Hand das von sich oder wo kommt es her, dass sie streichelt? Es kommt von dem Gedanken her. Da oben hat was gesagt, gut tun oder freundlich sein und die Hand streichelt. Mich oder andere, ganz egal. Und jetzt ist da ein großer Gewalttäter. Die Hand greift zur Pistole. Tut die Hand auch nicht von allein. Da oben der Kopf. Ich muss mich verteidigen, ich muss schießen oder bedrohen. Es ist der Kopf. Oder morgens, ich möchte im Bett liegen bleiben, aufstehen. Nicht aufstehen, will ich vielleicht gar nicht. Der Wecker läutet. Aha, sagt der Geist, du musst aufstehen, denn du musst zu deiner Arbeit rechtzeitig kommen. Oder in die Schule oder was sei es. Aha, der sagt es. Und dann bewegt sich der Körper aus dem Bett. Und genauso abends, wenn ich nach Hause komme, aha, sagt der da oben, jetzt kannst du aber schön ausruhen, du kannst dich hinlegen oder vom Fernseher oder so. Und das tun wir dann. Also allem, was wir tun, gehen die Gedanken voran. Das ist die erste, wichtigste Einsicht. Und dann gibt es den ersten Dhammapada-Spruch. Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Denn wenn man das nicht wüsste, wüsste man ja gar nicht, wo man anpacken müsste, um was zu ändern. Muss ich die Hand verändern, dass ich nicht mehr zur Pistole greife oder nicht mehr streichle oder mehr streichle oder was? Die Hand kann ich nicht ändern. Die ist ja nur das ausführende Organ. Aber hier oben die Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig. Erste Wahrheit. Ja. Das zweite wäre nun, wenn ich weiß, aha, es ist mein Geist und der Geist sind nicht nur Gedanken, wie ich eben festgestellt habe, sondern Gefühl, Wahrnehmung, Willensimpulse und Bewusstsein.
das alles zusammen macht Gedanken. Der Buddha sagt, aus denen stellt sich der Geist zusammen, unser Geist. Mhm. Ganz wichtig. Entschuldigung, könntest du die jetzt noch einmal wiederholen? Also Gefühl, was der Geist ist. Ja. Gefühl, Wahrnehmung, Willensimpulse und Bewusstsein. Wir glauben immer, das Bewusstsein ist alles, aber das setzt sich doch aus dem anderen zusammen. Ist ja nicht irgendwo, wo kommt es denn her? Aus dem Gefühl, aus Wahrnehmung, aus dem Willensimpulse sind nicht nur Willen, der Sanskara, das ist so alle Gestaltungen, könnte man auch sagen, Gestaltung. Das Dritte. Willens, aber durch, das Gestalten kommt immer durch den Willen. Das heißt eigentlich Gestaltungen, wenn man es ganz genau übersetzen würde. Ja. Aber wir nennen es immer Willensimpulse, um mal zu sagen, was es so bedeutet für uns selber. Dass wir wissen, es kommt daher. Also oftmals ist es das Gefühl zuerst, manchmal ist es der Gedanke zuerst, was da so in uns hochkommt, kann das oder jenes sein. Gedanken und Gefühle kommen meistens zusammen. Die beeinflussen sich gegenseitig. Daher kommen ja auch die Emotionen und die Stimmungen. Kommen Gefühl und Gedanken hin und her und dann wird so etwas sich aufbauschen und entstehen wie Stimmung. Jetzt müssen wir erkennen, was bei der ersten ist in Wahrheit. Was ist die Erkenntnis? Ich kann den ganzen Weg nur gehen, wenn ich gut unterscheide. Jetzt kommt die Unterscheidungen. Von angenehm, unangenehm, das können wir recht gut, und heilsam und unheilsam. Jetzt geht es darum. Ja. Angenehm, unangenehm, ist es das unser Motiv, nach dem wir uns immer richten? Ist es, angenehm gestreichelt zu werden, angenehm vielleicht zu streicheln? Das ist mein Motiv. Oder könnte mein Motiv sein, ich will jemand gut tun oder vielleicht jemand trösten, ich habe ein anderes Motiv. Es kann zusammenkommen angenehm mit heilsam, es kann aber auch nicht zusammenkommen. Kann auch was Unangenehmes heilsam sein, denn ich möchte jemandem vergeben, der mir gerade was angetan hat oder ärgerlich, und dem sage ich, na, ich verzeihe dir, ist nicht ganz angenehm, ist aber heilsam. Also so kann es angenehm und heilsam zusammenkommen, kann aber auch entgegengesetzt sein. Und das Wichtige ist jetzt dabei, zu sehen, was ist heilsam und was ist unheilsam. Ist nicht leicht, immer zu unterscheiden. Es steckt im Wort selbst drin, heilsam, da ist der Same des Heils drin. Im Unheilsamen ist der Same des Unheils drin. Wenn es auch nicht Samen, vielleicht nicht unbedingt der Same, aber lässt sich so bildlich genau so sagen und stimmt auch. Was ist denn das Heil? Frei werden. Vollkommen. Aber auch schon allein inneres Wohlsein, inneres Guttun, inneres. Nicht mehr jetzt rein vom Körperlichen aus, nur das Angenehme. Ich habe jetzt ein angenehmes Gefühl, dass ich esse, weil ich jetzt Hunger habe und ein angenehmes Gefühl der Sättigung. Wunderbar. Ist richtig. Müssen wir ja auch, ne? Ja. Aber dies heißen, das dauert aber nicht lang. Wie lang dauert eine Sättigung? Bis zur nächsten Mahlzeit. Dann sind wir schon vorher wieder hungrig. Nicht? Geht sehr schnell. Also sowas, eine Sättigung, geht rasch vorbei. Dann müssen wir wieder neu essen, um wieder satt zu werden. Und so geht es immer weiter. Mit den angenehmen und unangenehmen Dingen, die sind immer schnelllebig. Und da müssen wir immer wieder erneuern oder uns immer wieder gegen Unangenehmes immer wieder wehren oder was es ist. Beim Heilsamen ist es, was einmal heilsam ist,
baut in uns eine heilsame Energie auf. Und die bleibt uns, die verlieren wir nicht. Es ist etwas, was aufbauend ist. Und wenn wir das dann wieder was Heilsames tun, ist es sozusagen einen Baustein auf den anderen legen. Wir bauen uns etwas Inneres Heilsames auf. Und das gibt uns das, was wir ja immer so suchen, den Selbstwert. Selbstwertgefühle. So viele Menschen sagen, ich leide am Mangel von Selbstwertgefühlen. Das Heilsame in uns aufbauen gibt uns das Gefühl von Selbstwert. Und deswegen ist es allein schon, auch wenn wir nicht da die Vollendung und die hohe Befreiung da schon sehen und die wollen, sondern allein unser Selbstwert aufbauen. Ja, warum denn nicht? Vielleicht ist es ein noch ziemlich ich-bewusstes Tun, aber das ist ganz klar. Wir bleiben lange bei dem Ich und können heilsam leben auf dem Weg. Dieses Ich sofort ablegen ist ein Unsinn, wenn Leute das reden. Dann mal, oh, ich los jetzt tun. Was heißt denn das? Wenn ich meinen Selbstwert aufbaue, bin ich sehr wohl ich-bewusst. Aber es ist was trotzdem was Heilsames, was Gutes. Für mich und für die Welt. Weil ich was Heilsames, wenn es wirklich heilsam ist, ist es immer so, dass es mir gut tut und der Welt auch gut tut. Oder dass es etwa keinem Schaden anrichtet, bei mir und nicht bei anderen. Das ist heilsam. Wenn es bei mir Schaden anrichten sollte, weil ich mich verausgabe für andere, immer nur für andere da bin, verausgabe ich mich, ist nicht heilsam. Obwohl ich viel Gutes tue, ist es nicht heilsam. Weil ich mir selbst nicht gut tue, keine Ruhe mehr finde, nicht mehr zu mir kommen kann, mich körperlich und geistig entweder ausgenutzt fühle oder gestresst oder vollkommen am Boden oder was auch immer. Nicht heilsam. Weil viele Leute glauben, wenn man sich aufgibt für andere, ist es heilsam. Im buddhistischen Sinne nicht. Denn der Buddha sagt, das eigene Heil, das musst du pflegen. Wenn du nämlich das eigene Heil hast, bist du auch viel länger für andere da. Irgendwann bist du ja sonst kaputt, kannst du ja gar nicht mehr für andere da sein, was du glaubst. Also dieses Heilsame ist schon ganz wichtig zu wissen. Was tue ich, was weder mir noch anderen Schaden bringt? Und unheilsam lassen, das bringt anderen Schaden oder mir Schaden. Also das muss ich sehen, wie kann ich das überwinden oder loslassen oder gar nicht erst angehen. Aber erstmal sehen, was ist es? Ist gar nicht so leicht. Manchmal ist das Heilsame vermischt mit Unheilsamen, aber da sehen, wo ist mehr Heilsames drin als Unheilsames. Wir können es nicht immer ganz schön separieren. Da ist 100% heilsam, da 100% unheilsam. Es gibt es manchmal, aber oft auch nicht. Im Beruf zum Beispiel müssen wir manchmal was machen, was nicht ganz heilsam ist, nicht? Gibt es doch, ja. Aber dann müssen wir sehen, was kann ich trotzdem an Heilsamen hineinbringen? Da ist dann gefragt, meine Geschicklichkeit, sehr gefragt, meine Geschicklichkeit, der geschickte Wille, aha, das könnte ich da so oder so machen, dass es heilsam ist. Oder zumindest ein Teil Heilsames da reinkommt. Ich muss meinen Beruf machen, ich muss Geld verdienen, klar, müssen wir. Es ist auch heilsam, für sich selbst sorgen zu können, selbstverantwortlich zu werden. Ist durchaus heilsam, sich nicht abhängig zu machen von allen Möglichen. Ist heilsam. Aber dass ich auch in der Art, wie ich es tue, möglichst heilsam mache, ist gar nicht so einfach. Also heilsam und unheilsam voneinander unterscheiden. Und das Kriterium, der Buddha sagt, Weltmenschen, das sind die im Beruf sind, die Familie haben, die Hobbys haben oder was auch immer, Vergnügen haben, die würden im Allgemeinen nur eine Seite sehen vom Heilsamen. Entweder nur für sich selber heilsam sein oder für andere. Und er meint, dass die Leute, die wirklich auf dem Weg sind, er spricht dann immer die Mönche an, die also das Hausleben hinter sich gelassen haben, keine Familie mehr haben, keinen Besitz mehr haben,
dass die beide Seiten sehen können. Da wir hier ja den großen Vorrang haben, die buddhistische Lehre auch mitzubekommen und nicht nur Dana geben, wie das in Asien dann üblich ist, die Weltmenschen kommen, geben Geschenke in die Klöster und sorgen für die Mönche und versuchen, die ethischen Regeln zu halten. Klar, ist ja heilsam, unheilsam. Wir haben aber den großen Vorzug, dass wir hier auch die Lehre auch hören können. Und da sind wir eigentlich so zwischen den Mönchen und den Weltmenschen, wie der Buddha es nennt. Wir sind eigentlich so diese, den mittleren Weg können wir können einiges von dem buddhistischen Lehren wirklich umsetzen und müssen aber auch uns an das Weltliche halten, weil wir ja noch unseren Beruf haben und unser Familienleben. Also wir sind eigentlich dazwischen. Nee? Und das mal sehen. Es ist nicht viel leichter dadurch. Es ist nicht. Nee? Weil wir nämlich da immer noch gebunden sind und trotzdem den Weg gehen. Und der Buddha hat gesagt, es geht auch. Es ist schwierig, dass Laien auch die Erleuchtung erlangen oder die Erlösung vom Leid erlangen. In diesem Leben noch sogar. Also, möglich ist es. Nicht da aufgeben früh und sagen, ja, da muss ich ja wohl mal 100 Leben noch dazu rechnen. Kann sein, muss aber nicht sein. Kann in diesem Leben. Ja. Also dieses Heilsam und Unheilsam ist ganz wichtig, erstmal zu sehen und versuchen, der Weise sagt, der Weltmensch, der sieht die eine Seite oder die andere Seite, heilsam für alle anderen, so sozial total engagiert. Und mich lasse ich so verkommen innerlich, das ist es, verkommen lassen innerlich. Oder ich mache alles für mich und die anderen, ja, um die kann ich mich ja nicht kümmern, geht ja nicht mehr, ne? Das kann meine Familie, ich sitze dann stundenlang und sage, na, putzen und kochen und sowas, das kann ich nicht, ich muss ja meditieren. Na bitte, ja, kann man ja auch eventuell mal versuchen. Aber ich weiß nicht, wie lange das gut geht, dann kriegt man auch wieder Ärger. Ne? Läuft auch nicht gut. Also nicht so. Also diese mittlere Balance finden ist nicht einfach. Aber man kann. Ja, es gibt noch bedeutend mehr. Das ist immer heilsam, unheilsam. Und dann kommt eben durch das, durch heilsam und unheilsam, was mache ich denn damit? Wie ich schon am Anfang sagte, ich entwickle heilsame oder unheilsame Energien, baue ich auf. Und das nennen wir Karma. Das ist Karma. Ich gestalte mein Leben selbst. Das ist eine große Erkenntnis. Sind nicht die Umstände und die anderen und was weiß ich. Wir haben ja gestern mal geguckt, so was meine Glücksmomente und andere. Als Kind, ja, ist man abhängig von allem. Ne? Aber sobald man selbstständig denken kann und sein Leben in die Hand nimmt, wie man so sagt, da gestalte ich selbst mein Leben. Und ich gestalte es, indem ich Heilsames und Unheilsames tue. Das macht mein Karma. Meistens haben wir Gemischtes. Und je mehr wir uns dann um das Heilsame bemühen, umso besser. Mehr Heilsames. Und dann, wenn wir viel Heilsames machen, kann auch das, was unheilsam war. Haben alle mal was Unheilsames gemacht. Gibt's ja nicht, dass ein Mensch immer nur ganz brav und ganz von Anfang an immer nur alles hundertprozentig gut macht. Aber wenn das so stark ist, macht es nichts. Es irgendwo wird es aufgesogen von so viel Heilsamen. Es gibt, ja, angenehm und heilsam beides. Und da gibt es die Geschichte, das will ich nur noch mal sagen, aber heute Abend will ich mal ausführen, vom Angulimala, einem Mörder, der wahnsinnig 1000 umgebracht haben soll. Und der ist dann zum Buddha gekommen und wurde erleuchtet. Trotz seiner Morde. Also die Möglichkeit besteht, dass wir trotz unserer sogenannten Sünden erleuchtet werden.
Ist auch eine gute Botschaft.